Kurz vor der Europawahl häufen sich in Dresden die Wahlpannen. Am 9. Juni sind rund 430.000 wahlberechtigte Dresdnerinnen und Dresdner aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Vorausgesetzt, sie besitzen einen gültigen Stimmzettel. Erst kürzlich wurde bekannt, dass möglicherweise hunderte Anwohner in Schönfeld-Weißig zur Kommunalwahl Wahlunterlagen für den Ortschaftsrat im 20 Kilometer entfernten Langebrück erhielten und umgekehrt. Ein externer Dienstleister sei verantwortlich, so die Stadt, und verspricht fortan genauestes Arbeiten. Auch den Stadträten beteuerte man besondere Sorgfalt, doch jetzt die nächste Wahlpanne. Also gerade nachdem es uns am Montag versichert worden ist, dass man also jetzt eine Qualitätskontrolle eingeführt hat, eine nochmalige, dass man im Vier-Augen-Prinzip die Maschinen bestückt, dass da sozusagen auch noch mit Nachdruck mit der Geschäftsführung dieser Firma sozusagen die Schritte durchgesprochen worden sind, um sowas auszumerzen, ist es äußerst ärgerlich. Jetzt räumte das Rathaus die nächste Panne ein. Bis zu 320 Dresdner erhielten Europawahlstimmzettel für Nordrhein-Westfalen. Reihenfolge und teils Namen der Kandidaten unterscheiden sich von den sächsischen Wahlzetteln. Wie bereits zuvor hat die Verwaltung an die möglicherweise Betroffenen erneute und diesmal korrekte Stimmzettel verschickt. Mirko Göhler sitzt für die Dresdner CDU im Verwaltungsausschuss. Wir fragen nach, ob ausgeschlossen sei, dass es zu doppelten Stimmabgaben kommen könnte. Nein. Ganz formal, der Wähler hat den Zettel zu Hause, deswegen die Beobachtung liegt erstmal jetzt natürlich auf dem Wahlabend. Wenn dann die Stimme der abgegebenen Wählerin mit der Anzahl der Stimmzettel in der Urne übereinstimmt, dann ist es als kritisch zu bewerten. Aber bis dato haben alle erstmal die Pflicht, den ungültigen Wahlzettel auch zu zerstören und nur mit dem richtigen Wahlzettel ins Rennen zu gehen. Nach Recherchen von Sachsenfernsehen häufen sich weitere Fälle, bei denen falsche Unterlagen verschickt oder angeforderte Briefwahlzettel nicht zugeschickt worden. Die Rechtsaufsicht kam zunächst zu dem Beschluss, dass die Wahlen nicht verschoben werden müssen. Nach den neuesten Wahlpannen soll das jetzt erneut überprüft werden.